Der 28. Juni 1914 sollte die Welt für immer verändern. An diesem Tag besuchte Franz Ferdinand, der Thronfolger des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Dieses wurde 1908 von Österreich-Ungarn annektiert, doch es kam immer wieder zu Unruhen. Der Besuch fiel zudem auf den Vidovdan, einen serbischen Nationalfeiertag, was von vielen Serben als Provokation der Österreicher angesehen wurde. Und so sah die bosnisch-serbische Untergrundorganisation Schwarze Hand ihre Chance gekommen. Franz Ferdinand und seine Frau Sophie, Herzogin von Hohenberg, wurden erschossen. Ihr Wagen nahm nämlich eine falsche Abzweigung und fuhr zufällig an Gavrilo Princip vorbei, der zuvor einen fehlgeschlagenen Bombenanschlag eines Mitverschwörers beobachtet hatte und nun zuschlug. Dieses Attentat in Sarajevo führte zu einer Verkettung von Ereignissen, wodurch schließlich fast alle Staaten Europas in den brutalen Ersten Weltkrieg gezogen wurden. Dieser forderte letztendlich 17 Millionen Tote. Doch warum riskierte Österreich überhaupt einen Weltkrieg zu beginnen? Wie hätte die Situation anders verlaufen können und was wäre, wenn es die Ermordung nie gegeben hätte? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Österreich-Ungarn reagierte natürlich mit Schock und Empörung auf die Ermordung des Thronfolgers. Es gab einen starken Ruf nach Vergeltung, besonders da man annahm, dass die serbische Regierung in das Attentat verwickelt sei. Österreich-ungarische Ermittler kamen nämlich schnell zu dem Schluss, dass der Attentäter Gavrilo Princip und seine Mitverschwörer Verbindungen zu serbischen Nationalisten hatten. Denn die Schwarze Hand wehrte sich vehement gegen die österreichisch-ungarische Herrschaft über Bosnien und Herzegowina. Ihr Ziel war die Vereinigung aller Südslawen unter der Flagge Serbiens. Doch Österreich wollte dies unbedingt verhindern, weshalb klar war, dass es eine harte Antwort geben musste. Unterstützt wurde es dabei durch seinen Hauptverbündeten Deutschland. Kaiser Wilhelm II. Und die deutsche Regierung gaben dabei das sogenannte Blankoscheck-Versprechen, das uneingeschränkte Unterstützung im Fall eines Konflikts mit Serbien zusicherte. Am 23. Juli stellte Österreich-Ungarn Serbien deshalb ein Ultimatum, das sehr harte Bedingungen enthielt, darunter Forderungen nach Unterdrückung aller anti-österreichischen Aktivitäten in Serbien. Alle Organisationen, die anti-österreichische Propaganda betrieben, sollten aufgelöst werden. Alle Beamten aus dem Dienst entfernt werden, die die österreichische Regierung als feindlich einstufte. Und zudem sollten auch alle serbischen Offiziere, die von Österreich-Ungarn namentlich genannt wurden, entlassen werden. Serbien wurde eine Frist von 48 Stunden gegeben, um auf das Ultimatum zu antworten. Doch viele dieser Forderungen griffen so tief in die Souveränität Serbiens ein, weshalb es eigentlich kaum zu erfüllen war. Dennoch machte Serbien in seiner Antwort weitreichende Zugeständnisse. Es akzeptierte die meisten, aber nicht alle Forderungen. Doch dies wurde von Österreich-Ungarn als unzureichend angesehen und es führte zur umgehenden Kriegserklärung. Wir sehen also, einerseits reflektierten die harten Bedingungen und die kurze Antwortzeit natürlich den Wunsch Österreichs, eine starke Position einzunehmen. Andererseits muss ihnen klar gewesen sein, dass es Serbien quasi unmöglich war, allen Forderungen nachzukommen. Es wurde also willentlich eine Eskalation in Kauf genommen. Denn innerhalb des österreichisch-ungarischen Machtzirkels kam es zu zahlreichen Fehleinschätzungen der Lage. Viele hochrangige Entscheidungsträger in Wien, sowohl in der politischen als auch in der militärischen Hierarchie, waren der Ansicht, dass ein militärischer Konflikt mit Serbien begrenzt und kurzlebig sein würde. Sie glaubten, dass Österreich-Ungarn in der Lage wäre, einen schnellen und entscheidenden Sieg zu erringen, ohne dass die Situation zu einem umfassenden europäischen Krieg eskalieren würde. Doch wie konnten sie die Situation so falsch einschätzen? Erstens unterschätzen sie die Komplexität und vor allem Fragilität des internationalen Systems in Europa, das durch ein dichtes Netzwerk von Allianzen und Bündnissen charakterisiert war. Denn durch dieses Geflecht bedeutete eine Kriegserklärung gegen einen Staat direkt eine Aggression gegen gleich mehrere verbündete Nationen. Und so konnten innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Staaten in den Krieg gezogen werden. Zweitens wurden die möglichen Reaktionen anderer Großmächte, insbesondere Russlands, das historisch und ethnische Bindungen zu Serbien hatte, nicht ausreichend berücksichtigt. Die Österreicher glaubten damals nicht, dass ein Angriff auf Serbien Russland in den Konflikt hineinziehen würde. Doch es gab in der Zeit eine generell starke Konkurrenzsituation in Europa, die zu einer aggressiven Haltung aller Staaten beitrug. Und dadurch brachen auch viele diplomatische Kanäle ab und es kam zur Fehlkommunikation zwischen den Großmächten. Und darüber hinaus übersahen auch viele in der österreichisch-ungarischen Führung die veränderte Art der Kriegsführung. Durch den schnellen technologischen Fortschritt in den Jahren zuvor sollten zukünftige Kriege zu wahren Materialschlachten verkommen. Kriege wurden so langwieriger und verheerender als frühere Konflikte. Doch in Österreich herrschte ein gewisses Maß an militärischem Übermut und ein Vertrauen in die eigene militärische Stärke aufgrund vergangener Siege. Doch das österreichische Heer war in der Realität äußerst schlecht für einen europaweiten Krieg gerüstet. All diese Einschätzungen erwiesen sich schließlich also als katastrophale Fehler, da der Krieg sich zu einem der verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte entwickelte. Doch wie kam es schließlich zum Krieg? Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien schließlich offiziell den Krieg.
Doch unerwartet verkündete Russland kurz darauf die militärische Unterstützung Serbiens. Im Gegenzug dazu erklärte Deutschland die Unterstützung Österreich-Ungarns und damit den Krieg gegen Russland. Und kurze Zeit später rief Deutschland auch den Krieg gegen Frankreich aus, da es eine Zwei-Fronten-Kriegssituation fürchtete und plante, Frankreich schnell zu besiegen. Und beim Einmarsch in Frankreich wurde dann auch noch die Neutralität Belgiens missachtet, wodurch nun auch die Schutzmacht Großbritannien in den Krieg gezogen wurde. Und in den folgenden Tagen traten dann noch weitere Nationen aufgrund ihrer Bündnisverpflichtungen in den Krieg ein, darunter Japan und Italien, später dann auch noch die USA. Doch die Frage ist, hätte all dies auch anders kommen können? Tatsächlich versuchten Deutschland und England noch während des Ultimatums mehrfach zu vermitteln. London schlug so zum Beispiel die unmittelbare Einberufung einer Balkankonferenz vor. Und Kaiser Wilhelm II. Bemühte sich mehrmals, die Höfe in St. Petersburg und Wien zum Einlenken zu bewegen. Doch Österreich erklärte lediglich, dass es im Krieg mit Serbien nicht die Absicht hege, serbisches Territorium zu erwerben. Das heißt, in dieser heißen Phase und nach den Fehleinschätzungen der Lage war es kaum möglich, Österreich von seinem Vorhaben abzubringen. Lediglich ein klares deutsches Machtwort, also der Entzug des Blankoschecks, hätte hier noch Wirkung zeigen können. Doch auch wenn wir früher zurückspringen und davon ausgehen, dass es das Attentat in Sarajevo nie gegeben hätte, würde die Lage nur wenig rosiger aussehen. Denn auch bei den anderen Großmächten kam es zu zahlreichen Fehleinschätzungen. Fast alle glaubten, dass es sich bei einem zukünftigen Konflikt nur um einen kurzen und regional begrenzten Krieg handeln würde. Man dachte, dass sich die jeweilig andere Seite heraushalten würde und dass durch die neuen Waffentechnologien ein schneller Sieg errungen werden könnte. Deutschland glaubte zum Beispiel, dass es einen schnellen Sieg über Frankreich gemäß dem Schlieffenplan erreichen könnte, unterschätzte jedoch die militärische Stärke und die Mobilität der französischen und britischen Streitkräfte. Zudem nahm es fälschlicherweise an, dass der Vorstoß gegen die belgische Neutralität nicht zu einem Kriegseintritt Großbritanniens führen würde. Russland auf der anderen Seite unterschätzte das Risiko einer umfassenden Konfrontation mit Deutschland, als es sich entschied, Serbien zu unterstützen. Und Frankreich unterschätzte die Auswirkungen seines Bündnisses mit Russland und den daraus resultierenden Zwang, in einen großen europäischen Krieg einzutreten. Und so wäre der Erste Weltkrieg früher oder später wohl auch ohne das Attentat ausgebrochen. Nationalismus, Imperialismus, Militarismus und das System der Bündnisse, die tiefen Ursachen des Krieges, waren ja auch weiterhin präsent. Der wahrscheinlichste Fall wäre daher, dass ein anderer Konflikt oder eine andere Krise den Krieg zu einem späteren Zeitpunkt ausgelöst hätte. Doch eventuell wäre die Geschichte auch anders verlaufen. Ohne das Attentat hätte es mehr Raum und Zeit für diplomatische Lösungen der Spannungen zwischen den Großmächten gegeben. Es wäre möglich gewesen, dass die bestehenden Konflikte auf dem Balkan und anderswo auf friedliche Weise gelöst worden wären. Denn Franz Ferdinand hatte einige durchaus ambitionierte Pläne zur Reform von Österreich-Ungarn. Er wollte es in einen föderalen Staat nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika umwandeln. Die verschiedenen Nationalitäten wären darin besser integriert worden und es hätte die Stabilität des Reiches erheblich gestärkt. Dann wäre Österreich vielleicht auch nicht so rachsüchtig und kriegslustig wie in der Realität gewesen. Aber dies sind natürlich nur Spekulationen. In der Realität führte der Krieg schließlich zu einigen der brutalsten Jahre der Geschichte und letztendlich auch zum Ende Österreich-Ungarns. Aber auch andere Staaten wie das Osmanische Reich und das Russische Zarenreich zerfielen. Zudem leitete er das Ende der europäischen Dominanz auf der Welt ein und legte damit den Grundstein für die spätere Unabhängigkeit zahlreicher Länder auf der Welt. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch jetzt noch für den kurz angesprochenen Plan der Vereinigten Staaten von Österreich interessiert, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier, viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.